Uiuiui. Ah, so, haben wir schön gefurzt. So, weiter geht's. Kingdom Hearts 258, / 2 Days. Ja, Höhlerforte nach verdächtigen Stellen. Hm, sehr verdächtig. Wirklich verdächtig. Hey, was hältst du davon? Das ist ein Loch. Sieht aus, als sollte da etwas hineinpassen. Hat ungefähr die gleiche Größe wie dieser Edelstein. Ich finde es übrigens nicht so merkwürdig, wie die Haare gemacht sind in diesem Spiel, ne? Du kannst einfach in ihren Kopf so halb reingucken. Und erst wird man es natürlich gar nicht so merken, aber da. Der kommt übrigens im Film nicht vor. Glaube ich. Oh, war ja. Okay. 1, 2, 3. Das gibt's nicht. Er ist gleich eingerastet. Und ich raste gleich aus. Das erklärt dann wohl, wo ihn der Affe her hatte. Hier kommt er her und hier sollte er dann wohl auch bleiben. Wie sie guckt und... Wollen wir uns weiter umsehen? Yeah. Wir haben ja alles durchkämmt. Was jetzt? Gehen wir tiefer in die Höhle hinein. Okay. Neuer Durchbruch. Breakthrough. Okay, am 16.8. kam Part 1 irgendwie an. Ah, doch. Echt so lange? Na doch, kommt hin, ne? 2 Monate haben wir dafür gebraucht. Über 2 Monate. Na doch, kommt hin. Hier mal essen, jagen. Ja. Lass dich nicht erwischen. Vom Bären oder so. Überlebe die Bärenattacke. In jedem Bereich und du kriegst eine Trophäe. Brenne. Aua, aua, ich habe Schmerzen. Kann ich mich so löschen? Lösch dich. Tango. Schalachrota Tanga. Großmaul. Aber wo sind diese komischen Dinger erschienen? Diese Würfel da. Die hatten halt eine 1 und 2 und eine 3 drauf. Also halt so in komischen Kreuzen. Habe ich schon verstanden und gesehen, da muss man jetzt wahrscheinlich irgendwie gucken, dass man die in der richtigen Reihenfolge irgendwie untersucht, betätigt, aktiviert, anpinkelt, ich weiß es nicht so genau. Was bist du denn? Ja, kann schon sein. Aha. Nein, scheiße. Das ist ja interessant. Ja, doof. Alter, spring doch, Mano. Hey! Danke. Schauen wir, ob ich hier noch gleiten kann. Bin mir aber hier. Ach so, da oben muss ich hin. Ah. Wenig, wollte ich sagen. Jetzt aber nicht so ganz zentral, ne? Weil mein Webcam ein bisschen schief ist. Weiß nicht. Ist mir auch egal. Ah, da oben ist tatsächlich so ein Knöpfges. Ich nenne es einfach mal Knopf. Keine Ahnung, ob es Knöpfe sind. Würfel. Möchte gern Würfel. Ja.
Y-Kombo verkackt. So, was hat das zu bedeuten hier? Was ist das? Im Zweifel einfach mal draufhauen? Jupp. Haben wir geholfen? Draufhauen ist immer eine gute Lösung in Kingdom Hearts. Ich weiß nicht, was mir das vermitteln möchte. Spielreise ab 6. Damit ich keine guten Werte. Ne, irgendwann wurde es ab 12. Ab 3. Ab Fragmentary Passage. Ja. Joa! Ich habe hier übrigens schon gesehen, hier ist irgendwie ein Riss oder so, ne? Können wir doch forschen? Ja. Gut! Dann kletter ich halt nochmal hoch. Ist doch gar kein Problem. Ich mach doch nichts lieber als das. Scheiße. Ich krieg zu viel. Ja, hier ist das Plattform einfach nicht so leicht. Alter! Der Sprung hat so eine leichte Verzögerung. So, jetzt geht da bitte rauf. Nein, ich will dich. Oh, ich will dich, ja. Alter, spring doch, du Spacken, Mann! Warum springt der von der Kante nicht ab? Ey, so ein Spaddel. Ungeheuerlich. Ich hasse ihn. Ich hasse Roxas. Ich hasse die Schlümpfe. Guck mal, da war ich schon von der Kante runter als aufgesprungen. Danke. Immerhin geht das Feuer nicht irgendwann wieder aus. Sage ich jetzt. Dein Teil von 5 Minuten. Das wäre übel. Ist das passiert? Nö. Hauptsächlich habe ich versagt. Sehr viel versagt. Das, was wir dann in Crash Bash auch demnächst tun werden. Oh, Anak. Okay, bis gleich. Hey! Platforming auf dem Nintendo 3DS. War immer ein Fehl. Wow, ich bin irgendwo in der Luft hängen geblieben oder so. So gruselig. Okay. Huh. 400 Sekunden schon. Piss dich. Danke. So, nächster Raum. Ich hoffe, hier sind jetzt, ist jetzt ein weiteres Ding. Ja, ist ganz anders. Ja, ist ganz anders als in Thema 2. Oder 1. 1. Naja. Im Endeffekt sage ich meinetwegen. Okay, man kann hier runter. Okay. Schließt sich irgendwann wieder. Das ist aber 3, ne? Ich trau mich noch nicht, ihn zu drücken. Um ehrlich zu sein. Was soll ich sonst tun, ne? Oh nein, wo spawn ich jetzt? Oh, bei der 2! Ja, moin! Alter. Wieder mehr Glück als Verstand auf jeden Fall.
Ist egal, erstmal erforschen hier wieder. Noch ein Hinterblöcke. Du bist sogar schwören. Ja. Zack. Was ist das hier? Der Boden hat Risse. Ja, das sieht aus, als wäre das alles vor Urzeiten erbaut worden. Hey, durch diese Halle sind wir reingekommen. Ist dir alles miteinander verbunden? Nein. Die Höhle ist ein Labyrinth. Kann schon sein. Was mich jetzt ein bisschen abfuckt, ist die Tatsache, dass ich jetzt wahrscheinlich da hinten nochmal hochklettern muss. Richtig ätzend. Eisen. Eisenmangel. Gibt auch echt keine Möglichkeit wahrscheinlich, ne? Kann ja alles erforschen. Jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, ich habe ja alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ja. Warum? Warum redet ihr über sowas? Na, ich wäre... Wobei, warte mal, was? So wieder, ne? Hm, kann ich ja fallen lassen, ne? Dann muss ich nie nochmal hoch. Meine Marmelade öffnen. Marmelade. Hier habe ich die Karte. Hier habe ich die Marmelade. Ach, wir sind... Moment. Hätte ich ja gar nicht darum zum Hochklettern. Egal, ich gehe einfach mal wo lang. Wird schon was klappen. Ja, scheiße. Eine Truhe gerade runtergefallen. Das wäre witzig. Ja, das heißt, ich darf jetzt nochmal hochklettern. Das ist ja schön. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das nennt man Spielzeitstreckung übrigens. Warum bin ich so? Schlimm ist, der Weg nach oben ist ja gar nicht mehr so lang, aber einfach nur immer, wenn man runterfällt, was sehr häufig passiert im Spiel, weil jeder Sprung irgendwie so leicht verzögert kommt, habe ich das Gefühl. Das ist frustrierend. Das ist das Problem. Das ist nicht schwierig, jetzt ist einfach frustrierend. Eins bleibt auch noch. Das klingt doch genau... Fick dich, warum du das machen? Ah. Agrabba. Dasselbe Gebiet zum vierten Mal? Kein Problem! Square Enix, ey. Disney Interactive. Ui! Nee, komm, ich warte. Trinke ich so lange einen Schluck Wasser? Ein bisschen lang gewartet auf jeden Fall. Folge 3 muss ich mal nachgucken. Besser so. So, schön. So, dann war da unten... Ne, andere Seite, ne? Das war auf der anderen Seite, glaube ich. Die 3. Ich nehme die 3. Ich freue mich auf Crash Bash und gucke immer weg, wenn du safe state bist. Okay. Hey, noch einer. Achso, ja, ja. Würde es helfen, ihn zu zerstören? Nee. Abgestürzt. Aha, habe ich fast gedacht, dass es die Brücke triggert. Ich freue mich auch auf Crash Bash. Ich nehme das Spiel auf jeden Fall mit. Vielleicht besorge ich es mir auch selbst, aber nimm es einfach mal mit. die Schalter waren also für diese Stufen. Mal sehen, wo sie hinführen. Okay.
Durchbruch. In die Kamera drehen wir dessen. Dann kommt unter Folge 3 wieder eine kryptische Kingdom Hearts Frage. Oh Gott. Ich freue mich auf die Zusammenfassung. Von der ersten Hälfte Kingdom Hearts, nenne ich es mal. Zwar nur 1% machen die wenigsten. Das ist das, was auch Tsutsui Dennis, ich weiß nicht, wie man ihn am besten nennen soll, gemacht hat. Weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall halt Platin-Relikte immer, ne? Halt richtig ätzend. Hat zugegangen von meiner Nase. Gewartet, ne? Zeitlich bedingt. Eher die Zusammenfassung des mittleren Drittels. Ja, gut. Kleine Story Dennis wahrscheinlich, ne? Okay, was muss man denn für die 201% machen? Was kommt denn da noch hinzu? Oh. Mhm. Was ist das für eine Statue? Die hat ein Juwel. Einen Juwel oder so in der Hand. Also wirklich einen? Nee, ne? Das Juwel. Ein Juwel. Das dürfte alles sein, was wir hier unten finden. Ja, hier sind weder Türen noch Schalter. Das muss das Ende der Höhle sein. Und was jetzt? Wir haben die Höhle komplett durchschaut. Na, durchsucht. Kehren wir zum Schloss zurück. Das. Von mir aus gern. Hey, wer seid ihr, Trottel? Oh, ich kenne dich. Hm? Du bist wegen der magischen Lampe hier, oder? Welche magische Lampe? Hör auf, dich umzustellen. Hör mir gut zu. Die Lampe ist offiziell das Eigentum von Carlo. Mir, verstanden? Pete, was mach ich noch? Haltet euch an den dreckigen Pfoten fern. Ich mag die Musik. Besiege Carlo. Oh mein Gott. Bossfight. Ich werd verrückt. Aber er kann nicht. Man kann ja Charaktere zu Beginn wählen, wenn man beim Two-Player einen guten und einen bösen wählt, gibt es nach dem Zweifelnade noch ein 1-1. Das ist nicht so gut. Ach, cool. Ach so, kann man sogar den Story-Mode zu zweit spielen, direkt. Macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Ergibt Sinn, Entschuldigung. Wie ist denn das dann? Treten wir dann da auch überall gegeneinander an? Oh, weia. Cool, habe ich gar nicht bedacht. Dachte, ich bin abwechselnd. Verdammte kleine Strauchdiebe. Erst kann ich die blöde Lampe nicht finden und jetzt noch diese schrägen Vögel hier. Vögeln. Das ist nicht fair. Immer als Team überall. Das ist ja cool. Da freue ich mich ja glatt noch mehr. Waren wir zu zweit, dann brauchen wir auch keine Safe States. Das ist ja dann easy. Mist, das ist nicht gut. Oh Gott. Wollte nur schreien, Entschuldigung. Ich bin aber weg. Hey, warte. Los, Roxas, wir können nicht hierbleiben. Ja, du hast recht. Schnell. ZZS. Hey. Puh, wir haben es geschafft. Gerade noch so. Was war dann wohl der... Was war das für ein Kerl oder so? Der den Exo nicht gesehen haben. Ja, ich glaube, er hat sich Carlo genannt. Ja, er hat immer zu von einer magischen Lampe gesprochen. Was er damit wohl meinte? Weiß ich auch nicht. Gehen wir an Robin Williams denken. Ah, Roxas, hinter dir. Oh, das Bild unten. Was ist das? Alles okay? Ja, scheint nicht feindselig zu sein. Ich glaube, es mag dich. Okay, ein fliegender Teppich.
Finde es heraus. Ja, finde es heraus. Ah! Wer bist du? Wer ich bin? Du willst wissen, wer ich bin? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich ihn gesprochen habe. Also gut, hier kommt eine persönliche Vorstellung. Ich bin Genie, der ehemalige Lampengeist. Aber du kannst mich von vorne mal ansprechen, Kleiner. Das hier ist mein guter Freund, der fliegende Teppich. Ron Williams dreht halt immer komplett durch. Also der Genie, das passt schon. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Er dreht nicht genug durch. Ja, gleichfalls. Jetzt komm schon, das kannst du aber besser. Warum so grießgrämig? Bist du vertraulich? Glaub mir, mein Junge, ich kenne das. Zweifellos. Und, wer seid ihr, Kinder? Wir sind... Psst, Roxas, wechsel das Thema. Wir sind, welches Thema denn dann? Ich wollte in Agrabah gerade nach dem Rechten sehen. Da entschließt sich der Teppich plötzlich abzuhauen. Meinte, er hätte einen Freund gesehen. Hm. Ah. Ein Freund? Und der Freund bin ich? Klingt verrückt, oder? Ich komme also mit und frage mich auf, und freue mich auf ein gutes Gespräch. Und dann bist du plötzlich, da. Wer in aller Welt bist du? Bist du sicher, dass das ein Freund von uns ist, Teppich? Jedenfalls, Agrabah ist die Stadt da drüben, oder? Ja, das ist sie. Die Heimatstadt meines besten Freundes, Al. Bester Freund? Der Teppich und ich sind gerade im Urlaub, sozusagen auf einer kleinen Weltreise. Aber wir haben uns Sorgen um Al gemacht. Und, deswegen sind wir vorbeigekommen, um mal nach ihm zu sehen. Warum habt ihr euch Sorgen gemacht? Gibt es einen Grund? Na sicher, um seine Freunde, macht man sich eben Sorgen. Ich habe mir Sorgen wegen Jasmin gemacht und darum, wie es in der Stadt wohl so läuft. Und nachdem ich einmal dran gedacht hatte, konnte ich an nichts anderes mehr denken. Ich kenne kein Al, aber... Hey Al, in der Stadt werden gerade Reparaturarbeiten durchgeführt. Stimmt, sie wird immer wieder von Sandstürmen getroffen. Was? Warum passiert sowas immer in dem Moment, in dem ich die Stadt verlasse? Okay, zurück. Ein wenig Magie und hier ist in 0,0 wieder alles in Ordnung. Mein Freund Al meinte, das wäre nichts für Magie. Er meinte, was? Er meinte, die Einwohner sollten die Stadt mit eigenen Händen wieder aufbauen. Oh, also wenn er das meint, dann muss es wohl so sein. Du wirst nicht helfen? Er meinte doch keine Magie, oder? Ich würde hier gerne alles reparieren, aber ich muss die Wünsche meines Freundes achten. Hm, stimmt wohl. Wir sollten zurückgehen, Roxas. Ja. Ich glaube immer noch, er hätte nichts gegen ein klitzekleines bisschen Hilfe einzuwenden. Endlich, jetzt ist die Stadt in Sicherheit. Und jetzt, wo das erledigt wäre, wer seid ihr beiden? Okay, vergessen wir das wer. Wo seid ihr beiden? 2 Missionen in 4 Folgen. Ist halt echt so. Hey, war die Mission erfolgreich? Ja, scheint zu funktionieren. Danke, Axel. Du und Roxas, ihr seid die Besten. Wir geben uns Mühe. Wo haben sie dich hingeschickt? Dorthin, wo du dich schon mal waren. Ach, wie hieß das nochmal? Agrabah. Oh, die Stadt in der Wüste. Wir sind diesmal einigen interessanten Figuren begegnet, was? Meinst du Carlo und Genie? Genie hat sich große Sorgen um seinen Freund, einen gewissen Al, gemacht. Aber manchmal muss man seine Freunde sich selbst um ihre Angelegenheiten kümmern lassen. Das stimmt, jeder braucht seinen Freiraum. Warum meinte Genie dann, dass er und Al unzertrennlich seien?
Ja, schließlich sind sie ja nicht an ihren Hüften zusammengewachsen. Ich glaube, man kann auch unzertrennlich sein, wenn man getrennt ist. Gott, ja, die sind ja auch erst 70 Tage alt, ne? Also passt das. Echt? Ja, wenn man sich einander nahe fühlt, wenn man einen besten Freund hat. Gott, das ist alles ekelhaft hier. Wie ist es, einen besten Freund zu haben, Axel? Einen festen Freund zu haben? Keine Ahnung, ich hab keinen. No, Oni, Nio, Noi, Ion, Oin. Oh. Schion. Ja, ja. Übrigens, Tell Me Why, habe ich ja gesagt, werde ich auch spielen, ne? Also, eine Stufe ab, so nennt man das. Und ein Feldfreigeber, boah, geil. War aber auch eine lange Mission. Aber ich werde erstmal Last of Us zu Ende machen. Da habe ich gerade Last of Us gesagt? Wolf Among Us. Oh Gott, Ass. Überall Ass drin. Schlimm. Wolf, The Last Wolf of Us. Ich hätte Tell Me Why wahrscheinlich auch zum Release gemacht, hatte ich ursprünglich geplant, aber es kam mir irgendwie, ich habe es irgendwie verpeilt und dann war es plötzlich da und wups. Aber naja, dann warten wir ein bisschen, dauert ja eh bis zweite Episode wahrscheinlich, ne? Also, sage ich jetzt, bis zum nächsten Mal. Ja, wir sind nämlich schon wieder fast 27 Minuten dabei. Dann sind auch alle Episoden online. Ja, genau, weil die sollen ja relativ schnell kommen, ne? Das wäre dann auch ganz nett eigentlich. Weil wenn die so lange danach kommen, ist ja nicht so schlimm. Nicht wie bei... Ach, wöchentlich? Echt? Okay. Ich dachte ein bisschen in die Pause. Aber nee, ist ja auch ganz gut, weil... Last of Us... Alter, was habe ich denn mit Last of Us? Life is Strange 2 war ja immer... Da war ja Monate zwischen. Das war ja echt verkehrt auf jeden Fall. Hat über ein Jahr gedauert, bis das fertig war. Egal, nächste Folge. Scheiße.